Damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, und zwar Red Orchestra 2. Ich spiele dieses Spiel schon, schon sehr, sehr lange. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, warum nimmst du das nicht einfach mal auf und teilst dein Spiel mal mit den anderen. Und zwar mit euch. Und wir sind gerade in einer Kampagne, und zwar Spielmodus realistisch in einer Kampagne, und sind gerade auf der Karte Mamajew und müssen hier unsere Linien verteidigen vor den anstürmenden Russen. Gut. Ich lade gerade für euch ein neues Video hoch auf meinem Kanal, und deswegen kann es sein, dass ab und zu mal ein bisschen der Rechner streikt. Aber es kann auch, beziehungsweise es liegt dann halt an meinem Ping. im Moment sind noch nicht so viele Spieler auf dem Server, es sind viele Bots gerade unterwegs. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt gerade der perfekte Moment, mal mit dem, mit der Reihe anzufangen, da ich ja auch dann noch nebenbei noch ein bisschen erklären kann und mich nicht nur auf Spielen konzentrieren kann. Wie gesagt, ich spiele eigentlich immer auf demselben Server, genau auf diesem, wo ich jetzt gerade bin. Wenn ihr gerne wissen wollt, auf welchem Server ich spiele, dann schreibt mir einfach in den Kommentaren. Naja, ich antworte auf alle Kommentare, die ihr mir schreibt, und begrüße es auch. Gut, okay. Dann wollen wir uns jetzt immer ein bisschen aufs Spielen konzentrieren und wollen dem Russen mal das Überschreiten unserer Linie hier verwehren. Okay. Ich weiß gerade nicht so richtig, was das jetzt war, aber ich... Alter, was zur Hölle war das? Schnell weg hier. Ach, so eine Scheiße, ich wusste es. Ich habe auch immer so das Gefühl, als wenn beim Artillerieanschlag es immer nur mich erwischt und die anderen nicht. Von daher zählt doch einfach mal in den Folgen mal mit, wie oft ich von einer Artilleriegranate getroffen werde, und vor allem dann von der ersten Artilleriegranate, die überhaupt runterkommt. Zählt doch einfach mal mit und schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren, wie viel ich da echt einfach aufs Maul kriege. Ach ja. Deswegen, ihr werdet im Laufe dieser der Videos von Red Orchestra 2 definitiv noch öfter mal sehen, dass ich hier richtig ausrasten werde. Freut euch drauf, und nein. Ihr wisst, was ich meine. Getroffen.
Vorsicht! So, wir sind ja echt an einer richtig miesen Motherfucker-Waffe, das heißt, wir müssen es jetzt echt ausnutzen und hier so viele Russen wie möglich umbringen. Das läuft jetzt echt wie am Schnürchen hier. Nicht jetzt! Gib mir Deckung! Das erinnert mich jetzt gerade so an das Video. Vor jedem Feuerstoß möchte ich ein lautes Motherfucker hören. Naja, den Rest könnt ihr euch ja denken. Gucken, ob gleich noch euch Nebel selbst kommt. Müssen wir abwarten. Ich hab so das Gefühl, als wenn ich hier irgendwie mit Platzpatronen schießen würde. Also, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Das ist ja fast wie bei den Ü-Eiern. In jedem siebten Ü-Ei eine Überraschung, jeder siebten Patrone überhaupt irgendwas drin. Also ich ra. Verstärkung jetzt! Deckung! Deckung! Feind getroffen! Fast kein, ich hab keine Munition mehr! Na! Ich werd hier noch alt, ehrlich. In meinen jungen Jahren, ich. Ich hab keine Munition mehr! Ah, okay. Schon grad sagen, ich entdecke hier neue Wege. Keine Munition mehr! Ja, wo ist denn jetzt die scheiß Munition? Lass mich hier durch. Ich glaube, ich raste hier gleich völlig aus, weil wir hier 3 Kilometer zurücklaufen müssen, um überhaupt an Munition zu kommen. Mein Gott, was ist das denn für eine Logistik? Für einen Nachschub? Das ist ja richtig räudig. Na, die Rucksacklage nehmen wir uns auch noch mit. So, vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein zur Ostfront.
mit einem Gewehr 43 und einer Rucksackladung voll hinein in die Ostfront. Mann getroffen! Mann getroffen! Nur einen Moment. Ich muss kurz ausruhen und zu atmen. Angetroffen! Ja, genau, in einem Bunker. Das habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin vor Artillerie nirgendwo sicher. Das werdet ihr... Ich sag's euch wirklich, das werdet ihr wirklich noch des Öfteren feststellen. Dass es bei mir echt keinen Sinn hat, irgendwo reinzugehen, weil ich sowieso sterben werde. Die haben mich tatsächlich erwischt. Stirb! Ist das Ziel getroffen? Stirb! Nicht jetzt! Krieg mir Deckung! Feind getroffen! Gewonnen! So kann es auch weitergehen. Gut, dann sind wir mal gespannt, was wir jetzt für eine neue Karte... Oh, hellenhafter Sieg. Feind hat schwere Verluste erlitten. Feindliche Kampfkraft für die nächste Runde 410. Unsere anfängliche Kampfkraft 330. 44% Verstärkung verloren. Minus 11 Kampfkraft. 3 gehaltene Territorien. Plus 15 Kampfkraft. Unsere Kampfkraft für die nächste Runde 334. Für Angriffsstimmen. Ja, das machen wir.